Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die beiden vorliegenden Anträge erhalten Vorschläge, die ich mit Interesse zur Kenntnis genommen habe und die sicherlich auch im weiteren Meinungsbildungsprozess hier im Haus eine wichtige Rolle spielen werden. Es wäre gut, wenn wir eine Reform der Pflegeausbildung finden würden, eine Lösung, die auf weitgehende Zustimmung hier im Haus treffen würde. Aus meiner Sicht geht es zentral um den richtigen Weg, um zwei Ziele zusammenzubringen: bessere Bezahlung in der Pflege und mehr Pflegefachkräfte. Beides würde den Beruf attraktiver machen. Mit den Pflegestärkungsgesetzen 1 und 3 haben wir bereits die Grundlage dafür geschaffen, dass in der Altenpflege Tariflohn zum Standard werden kann. Deshalb wehre ich mich auch mit Entschiedenheit gegen den Vorwurf, den Skeptikern in Sachen Generalistik gehe es darum, die Löhne in der Pflege zu drücken. Das Gegenteil ist der Fall. Wie unsinnig der Vorwurf ist, zeigt sich im Übrigen daran, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in seltener Eintracht zu den Kritikern der dreijährigen generalistischen Ausbildung gehören. Meine Damen und Herren, es könnte sein, dass es vielleicht schon zu spät ist für eine Reform in dieser Legislaturperiode, zumal es ja nicht getan ist mit einem Gesetz. Denn wir brauchen zusätzlich ausreichend Zeit, um die Verordnung zu den Ausbildungsinhalten sorgfältig zu prüfen. Das ist unverzichtbar. Gleichwohl begrüße ich ausdrücklich, dass jetzt in den letzten Wochen endlich Bewegung in die Sache gekommen ist. Ich hätte mir diese Bewegung allerdings wesentlich früher gewünscht. Zu verantworten haben die aktuellen Probleme indes diejenigen, welche die bereits vor etlichen Monaten vorgebrachten Bedenken offenbar nicht ernst genommen haben. Die Skeptiker in Sachen Generalistik haben zielführende und kreative Kompromissvorschläge gemacht, schon vor vielen Monaten. Aber all diese Vorschläge wurden von den Verfechtern der dreijährigen generalistischen Ausbildung oft schroff abgelehnt. Deren Modell hat sich allerdings bisher in keiner Weise in der Praxis bewährt. Und genau das ist der Kern des Problems. Viele Praktiker haben unverändert die Sorge, dass die Besonderheiten der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege zu kurz kommen. Deshalb hat zum Beispiel GKV-Vorstand Gernot Kiefer vorgeschlagen, eine Zeit lang mehrere Ausbildungswege zuzulassen. Frau Müller hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Ja, darf ich Sie mal unterbrechen? Die Frau Kollegin Behrens würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte schön. Ja, gern. Herr Abgeordneter Rüttel, herzlichen Dank, dass ich eine Zwischenfrage stellen darf. Ist Ihnen in Erinnerung, dass der Gesetzentwurf, der im vergangenen Jahr im Mai vorgelegt worden ist, von einem CDU-Gesundheitsminister und einer SPD-Familienministerin, dass dieser Gesetzentwurf basiert auf den Eckpunkten, die in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet worden ist, aufgrund von jahrelanger Vorarbeit von Praktikern, wo sich die Bundesländer gemeinsam mit diesen beiden Ministerien verständigt haben auf ein gemeinsames Konzept. Sie haben sich auch deshalb miteinander verständigt, weil die Altenpflegeausbildung in der Verantwortung der Länder liegt. Das heißt, die Länder müssen einem solchen Gesetz zustimmen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit Ihren Interventionen, die Sie seit Monaten machen, einen solchen Gesetzgebungsprozess aufhalten, der in enger Kooperation zwischen den 16 Bundesländern und zwei Bundesministerien entwickelt worden ist? Also ich glaube zum einen, Frau Kollegin,
sind wir hier der Gesetzgeber und verantwortlich dafür, wie die Ausbildungsreform umgesetzt wird. Ich denke, das wird ja einem Fraktionsvorsitzenden Ihrer Partei zugeschrieben, dass der gesagt haben soll, dass also kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es in den Bundestag hineingekommen ist. Und wir versuchen diesen Gesetzentwurf weiter zu optimieren, weil wir zwei Ziele, wie ich eben gesagt habe, erfüllt sehen wollen. Einmal das Ziel, dass also die Bezahlung gut wird. Und das zweite Ziel, dass wir nach einer Reform mehr Pflegekräfte insgesamt für den Beruf gewinnen können als vorher. Aber wenn der Gesetzentwurf dazu führt, dass also zum Beispiel die Hauptschüler nicht in diesem Beruf einen Abschluss schaffen, dann, wir reden immer darüber, dass es 40 Modellversuche gegeben hat, wo also Generalistik erprobt worden ist. Der derzeit vorliegende Gesetzentwurf entspricht keinem dieser 40 Modellversuche. Und alle diese 40 Modellversuche haben Auswahlverfahren als Basis gehabt oder eine längere Ausbildungszeit, 3,5 Jahre, oder in einem Assessmentzentrum hat man die Schüler ausgesucht. Nur 24 Schüler in diesen 40 Modellen hatten einen Hauptschulhintergrund. Und deshalb denke ich, ist es richtig, dass wir uns Gedanken machen, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und werden auch eine Lösung finden, wenn die Familienministerin akzeptiert, dass das Parlament auch seine Ideen in Gesetzentwürfe einbringen kann. Und ich denke, das Selbstbewusstsein sollten wir hier im Parlament nach außen tragen. Wir sind von den Bürgern gewählt worden, dass wir ordentliche Gesetze machen. Und es kann nicht sein, dass es uns verboten wird, Änderungsanträge zu einem Gesetzentwurf einzubringen. Und da denke ich, sollten Sie mit Ihrer Ministerin noch einmal reden. Und dann werden wir in den nächsten Wochen sicherlich einen sehr vernünftigen Kompromiss finden. Ich habe zusammen mit Kollegen auf jeden Fall schon vor vielen Monaten Vorschläge zur integrierten Ausbildung gemacht, damit also 2 Jahre gemeinsam grundsätzlich generalistisch ausgebildet wird und im dritten Jahr dann spezialisiertes Lernen im Vordergrund steht. Es sind mittlerweile verschiedene Vorschläge gemacht worden. Ich bin auch der Meinung, wir sollten diese verschiedenen Wege sich bewähren lassen, damit wir anschließend entscheiden können, welcher Weg der richtige ist. Ich plädiere für einen evolutionären Wandel und für keine Revolution. Ich glaube, wir brauchen die Fachlichkeit und wir müssen sehen, dass also die beruflichen Identitäten der drei Berufe auch erhalten bleiben. Man muss sich da wiederfinden. Vielen Dank, Herr Kollege Rüdel. Und ich plädiere jetzt dafür, dass der letzte Satz gesprochen wird. Dann werde ich das tun. Wichtig ist mir, wer heute einen Abschluss in einem der drei Pflegeberufe schafft, muss das mindestens auch in dem neuen System schaffen. Sonst werden wir die Herausforderungen, die die Pflege in den nächsten Jahren bringt, nicht schaffen. Vielen Dank. Und jetzt hat die Kollegin Petra Krone für die SPD.